Willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei einem der Aktionär TV Experteninterview, wenn wir heute auf die Banken- und Finanzbranche blicken. Natürlich an meiner Seite Fabian Stübbi. Hi. Hi Marco. Wir müssen natürlich über die US-Gewerbeimmobilienkrise sprechen, das tun wir gleich. Bevor wir aber auf dieses Negative kommen, kommen wir erstmal auf was Positives. Die Commerzbank hat Zahlen vorgelegt für 2023 und es war das beste Jahr seit 15 Jahren, das beste Ergebnis seit 15 Jahren, so rum? Ja, tatsächlich seit der Finanzkrise, also ein Rekordjahr. Man hat 2,2 Milliarden Euro netto unter dem Strich also verdient. Das lag jetzt im Rahmen der Analystenerwartungen und auch dem, was der Vorstand letztes Jahr dann vorgegeben hat als Prognose. Und das war somit keine Überraschung. Die Nettozinserträge, darum geht es ja bei der Commerzbank, dass sie sehr zinssensitiv ist. Eine der zinssensitivsten Banken in der Eurozone, also hat sehr stark profitiert von der Zinswende. Sehen wir, wenn wir hier im Chart bei dir auf der Seite loslegen, noch weiter zurückgehen würden, sehr starke Kursentwicklung in den letzten 2 Jahren seit der Zinswende. Und 3/4 der Erträge ungefähr kommen, 2/3 der Erträge kommen eben aus diesem Geschäft mit den Nettozinserträgen. Die haben nochmal um 30% zugelegt letztes Jahr auf 8,4 Milliarden Euro, etwas mehr als von Analysten erwartet. In diesem Jahr sollen 7,9 Milliarden werden, weil der Zinspeak jetzt bei der Commerzbank auch erreicht ist. Ich denke, wir sehen hier, die Kursreaktion war sehr positiv, fast 6%. Höher ist die Aktie am Schluss aus dem Handel gegangen, dass das eben auch an diesen Nettozinserträgen liegt, weil bei vielen Banken, die jetzt schon Zahlen geliefert hatten für 2023, konnte man beobachten, dass eben die Nettozinserträge zurückgegangen sind, dass im ersten Halbjahr 2023 schon der Peak erreicht wurde. Die Commerzbank konnte diese Welle hier noch länger reiten. Dass es jetzt zurückgeht, sie kalkulieren hier mit 1,5 Milliarden weniger, das ist klar, das passiert bei allen Banken, aber es ist dann doch vielleicht etwas mehr, als man befürchtet hat. Und bei der Commerzbank ist es jetzt so, dass auch überraschend die Rückstellungen für Kreditverluste letztes Jahr nicht so hoch ausgefallen sind wie gedacht. Und man hat jetzt, wenn man das mit 2022 vergleicht, da waren es 1,1% aller ausgegebenen Kredite, die notleidend oder potenziell notleidend waren, hat man hier nur noch jetzt 0,8%, also eine Verbesserung der Kreditqualität 2023 erreicht. Und das in dem Umfeld, wo wir letztes Jahr ja auch schon einen Rückgang der Wirtschaftsleistung in Deutschland hatten. Positiv ist auch, du hast es schon angesprochen, mit dieser Krise jetzt im US-Gewerbeimmobilienbereich, da ist die Commerzbank überhaupt gar nicht engagiert. Der Kurs ist jetzt hier ausgebrochen, wie gesagt 6% plus am Ende des Tages hier über die türkise Linie, die 50-Tage-Linie bei 10,88 Euro drüber geschlossen. Heute geht es weiter bergauf über die 11-Euro-Marke. Der Abwärtstrend wurde jetzt auch hier dann eben zuletzt gebrochen. Allerdings ist das Umfeld jetzt eben aufgrund dieser US-Gewerbeimmobilienkrise doch unsicher geworden, unsicherer. Wie gesagt, die Commerzbank ist nicht direkt engagiert, aber wir wissen leider, dass in der Bankenbranche sowas dann immer ausstrahlt. Die Aktienkurse auch von Instituten, die wenig oder gar nicht mit so etwas befasst sind, nach unten zieht. Und deswegen bleiben wir hier bei unserer Halteposition bei der Commerzbank. Sehr mutige können jetzt vielleicht noch einsteigen nach diesem Chartsignal, aber generell würde ich hier erstmal etwas abwarten. Wer investiert ist, bleibt natürlich dabei. Der Stopp ist auch bei 9 Euro nach wie vor. Also die Commerzbank ist nicht betroffen, in keiner Weise von der Immobilienkrise, Gewerbeimmobilienkrise in den USA. Die Deutsche Pfandbriefbank allerdings schon, was wir auch so ein bisschen sehen auf deiner Seite des Charts, da hat man schon ordentlich gelitten. Inwiefern ist man da mit drin, wie ist man da drin verstrickt? Generell hatten wir die Bank ja in den letzten Jahren hier auch immer mal wieder als solide Position gehabt. Es ist die Abspaltung von der Hypo Real Estate, der gesunde Teil. Daran erinnern sich viele vielleicht noch, dass es ein großer Immobilienfinanzierer gewesen, der 2009 war es dann, glaube ich, pleite gegangen ist, weil man sich hier verzockt hat. Der negative Teil, also die Altlasten, die Abschreibungen, die hat der Staat in einer Bad Bank übernommen. Diese Portfolien wurden über Jahre abgebaut und der gesunde Teil, die Pfandbriefbank, wurde an die Börse gebracht. Ich glaube 2014, 15, 16 in diesem Dreh und man hat über Jahre eine ordentliche Dividende gezahlt und das Geschäft galt auch eher als risikoarm, weil die Zinsen ja über Jahre gesunken sind. Und die Pfandbriefbank ist eben ein Spezialfinanzierer. Man ist fast ausschließlich im Bereich der Gewerbeimmobilienfinanzierung tätig und dort
mit Schwerpunkt Büroimmobilien. Und weil eben die Renditen hier in Deutschland und auch Europa zurückgegangen sind über die Jahre, hat man dann das Geschäft in den USA ausgeweitet und hat hier jetzt 15% aller vergebenen Kredite eben in US-Büroimmobilien. Darum geht es ja eigentlich. Also bei dieser Gewerbeimmobilienkrise, die Bezeichnung ist jetzt so nicht ganz richtig. Es geht hauptsächlich um Büroimmobilien, jetzt nicht Logistikimmobilien oder Industrieimmobilien, weil natürlich nach der Corona-Pandemie, das haben wir in Deutschland ja auch erlebt, viele Arbeitnehmer ins Homeoffice gegangen sind, vielleicht dauerhaft dort bleiben und einfach der Flächenbedarf für die Büros bei vielen Firmen zurückgegangen ist. Natürlich auch eine Kostenfrage, hier kann man vielleicht sparen. Viele Firmen haben Standorte verkleinert oder geschlossen und gleichzeitig haben sich durch die hohen Zinsen in den USA die Refinanzierungskosten erhöht. Die Kredite, die aufgenommen wurden, sind teurer zu refinanzieren. Es finden sich vielleicht keine Verkäufer für diese Büroimmobilien, wenn das jemand losschlagen muss. Und die Pfandbriefbank ist jetzt hier eben in diesen Abwärtszug geraten. Wir sehen es auf deiner Seite, dass der Kurs schon länger stark unter Druck ist, weil das Neugeschäft letztes Jahr auch schon gelitten hat. Man hat jetzt vorauseilend die Quartalszahlen für das Q4. Die Geschäftszahlen 23 kommen erst Anfang März. Hat man letzte Woche jetzt bekannt gegeben, dass man 90 Millionen Vorsteuergewinn im Jahr 2023 noch erreicht hat. Das ist das untere Ende der Guidance von 90 bis 110 Millionen Euro, was der Vorstand im zweiten Halbjahr noch gegeben hatte. Man musste die Rückstellungen im vierten Quartal sehr stark erhöhen. Eigentlich hat die Bank eine starke harte Kernkapitalquote beim Eigenkapital. Man ist über 14% noch, hat man bekannt gegeben, das eigene Managementziel. Aber die Abschreibungen dürften jetzt hier eben zunehmen. Es gab gestern auch von der Ratingagentur S&P Global eine Abstufung auf BBB- das Rating. Das ist knapp über Ramsch. Also das würde dann bedeuten, dass mit einem Zahlungsausfall zu rechnen ist und viele professionelle Investoren hier auch gar nicht mehr aus rechtlichen Gründen investieren dürften. Die Aktie hat jetzt in den letzten Tagen immer weitere Allzeit-Tiefs erreicht. Das sehen wir jetzt hier, also ein klassisches fallendes Messer. Und es ist jetzt auch nicht absehbar, wann und ob es hier eine Bodenbildung gibt. Die Aktie ist auch keine laufende Empfehlung. Und hier sollte man jetzt natürlich nicht in das fallende Messer greifen. Der Zeitpunkt, wo man vielleicht hier noch spekulativ einsteigen kann, ist jetzt, denke ich, noch nicht erreicht. Wir bleiben noch ein bisschen beim Thema Büroimmobilienkrise USA. Die Deutsche Bank, ist die auch involviert? Ist die auch betroffen? Ja, tatsächlich, unter den deutschen Banken hat man generell das größte Portfolio, was Gewerbeimmobilien insgesamt angeht. Bei US-Büroimmobilien sind es 1,5% aller vergebenen Kredite der Deutschen Bank oder umgerechnet 6 bis 8 Milliarden Euro. Und das ist natürlich auch ein Risiko. Allerdings im Gegensatz zum Beispiel zur Pfandbriefbank ist die Deutsche Bank ja sehr diversifiziert aufgestellt, was auch die Geschäftsfelder angeht, mit Investment Banking, Privat- und Firmenkundengeschäft und auch dem Asset Management, hauptsächlich der DWS. Die Pfandbriefbank ist eben auf diesem Bereich komplett konzentriert. Viele Shortseller haben das bei der Pfandbriefbank auch genutzt. Also es sind sehr viele Aktien geschortet bei der Pfandbriefbank, weil man eben auf die Arealbank, die auch noch stärker eigentlich bei US-Büroimmobilien engagiert ist, jetzt nicht mehr setzen kann, weil die Aktie ja kurz vor dem Delisting steht und der Free Float, also die frei umlaufenden Aktien, da sehr gering sind. Deswegen konzentriert sich das auf die Pfandbriefbank. Und bei der Deutschen Bank spielt das eben aktuell eine untergeordnete Rolle. Man hatte ja auch eben die Zahlen vor ein paar Wochen veröffentlicht für das Jahr 2023. Die waren ja auch deutlich besser als erwartet. Man hat aber natürlich hier auch jetzt im vierten Quartal und letztes Jahr im anderen Zeitraum mehr Rückstellungen bilden müssen, auch für dieses US-Gewerbeimmobilienportfolio, insbesondere die Büroimmobilien. Das ist bekannt. Und da kann es jetzt natürlich auch noch böse Überraschungen geben. Bei der Aktie wird es generell, denke ich, davon abhängen, wann jetzt die Zinswende kommt in der Eurozone. Da gab es ja zuletzt eher dämpfende Signale von der Notenbank, weil niedrigere Zinsen würden hier für das Kreditgeschäft eine Belebung möglicherweise bedeuten. Auf der anderen Seite weniger Einnahmen bei den Nettozinserträgen. Aber das IPO-Geschäft, das Geschäft der Investmentbank generell oder auch Asset Management mit der DWS würde von sinkenden Zinsen dann doch profitieren. Das könnte hier positive Impulse bringen. Die Aktie ist jetzt heute im Intraday-Handel über
die Marke von 12,10 Euro drüber gegangen. Da liegt die 50-Tage-Linie, sehen wir jetzt hier, ob sich das auf Schlusskursbasis dann hält, müssen wir sehen. Wir sind hier aber ähnlich vorsichtig wie bei der Commerzbank, zumal ja hier ist doch ein Exposure besteht bei US-Büroimmobilien. Mhm. Es bleibt auch eine Halteposition, ebenfalls mit Stopp 9 Euro die Aktie. Dann kommen wir wieder auf ein bisschen Positiveres zu sprechen, schauen auf die deutsche Börse und die jüngste Zahlenvorlage. Man hat so viel verdient wie noch nie, Dividende wird erhöht. Hast du ein paar Details für uns? Ja, man hat unter dem Strich 2,9 Milliarden Euro beim EBITDA, also bei einer Vorsteuergröße, verdient. Und die Erlöse sind knapp über 5 Milliarden hochgeschossen. Auf knapp über 5 Milliarden. Jetzt will man 5,6 Milliarden Euro im Jahr 2024 verdienen, also nochmal mehr. Und das EBITDA soll auf ungefähr 3,2 Milliarden hochgehen. Wir sehen hier, dass die Aktie einen Lauf hatte, seit eben die Börse insgesamt wieder angezogen hat. Hier September, Oktober letztes Jahr, weil man ja die Erwartung der Zinswende hat, also in diesem Fall nach unten. Und davon profitiert das Handelsgeschäft der deutschen Börse natürlich, wenn die Volatilität steigt, wenn generell mehr gehandelt wird, dann gibt es hier höhere Erträge durch die besseren Provisionseinnahmen bei der deutschen Börse, die ja hauptsächlich immer noch ein Marktbetreiber ist. Das ist ein Punkt, warum die Aktie dieses Jahr weiter nach oben laufen könnte, wenn insgesamt der Markt sich positiv entwickelt, weil dann automatisch eben einfach die Umsätze steigen. Der andere Punkt ist, dass man ähnlich wie bei Wettbewerbern in den USA, zum Beispiel Nasdaq, dem Betreiber der Technologiebörse Nasdaq, immer mehr auf wiederkehrende Erlöse setzt in Bereichen, die mit Daten- und Softwarelösungen zu tun haben. Da kann man natürlich aus dem Handelsgeschäft viele Synergien heben. Man kann dort eben viel abschöpfen, was man dann an Kunden verkaufen kann. Man will jetzt mehr in den Bereich mit professionellen Kunden gehen bei Asset Managern. Da wurde eine neue Sparte vor kurzem aus der Taufe gehoben, die Investment Solutions Sparte. Und da geht es eben darum, Softwarelösungen Asset Managern anzubieten, Daten zu verkaufen. Da sollen diese wiederkehrenden Erlöse eben ansteigen und das ist, denke ich, ein gutes Wachstumsfeld. Die Aktie hat jetzt hier im Januar bei 190 Euro knapp ein Allzeithoch erreicht. Jetzt steuert sie eben nach unten die 50-Tage-Linie hier an bei knapp 184,50 Euro. Die gilt natürlich als Unterstützung und wenn die Aktie jetzt hier nach oben abprallt, dann bestehen gute Chancen in einem freundlichen Marktumfeld, dass dieses Allzeithoch hier bei knapp über 190 Euro nochmal attackiert wird. Das wäre eine Kaufempfehlung für uns, auch mit den positiven Perspektiven. Und der Stopp liegt hier bei 145 Euro. Beim letzten Wert für heute müssen wir, glaube ich, nicht über das Allzeithoch sprechen. Ich schaue noch auf die BNP Paribas. Die haben Zahlen vorgelegt, sehr schlechte Zahlen. Gewinnziele, also Gewinneinbruch, Gewinnziele wurden auch gesenkt. Auch da vielleicht eine Einschätzung zum Zahlenwerk. Ja, wir sehen eben, seit den Zahlen geht es hier steil nach unten. Ob wir jetzt hier unten schon eine Stabilisierung sehen mit ein paar Tagen, wo der Kurs sich halten konnte, bleibt abzuwarten. Die BNP Paribas galt lange auch als sehr solide, breit diversifizierte Bank in Europa. Sie ist mit am besten durch die Corona-Pandemie gekommen, zahlt immer noch eine sehr gute Dividende und die Aktienrückkäufe zusammen mit den Dividenden führen zu attraktiven Ausschüttungen. Allerdings natürlich hier jetzt auch kein Einstieg. Wir haben ebenfalls ein sprichwörtlich fallendes Messer. Du hast schon angesprochen, das Ziel für den Gewinn 2023 von Analystenseite wurde deutlich verfehlt. Man musste mehr Geld zurückstellen, auch für Kredite in Schweizer Franken, die vergeben wurden in Polen. Das hatten wir bei der Commerzbank ja schon mehrfach diskutiert. Da ist auch eine BNP Paribas-Tochter involviert. Da geht es darum, dass eben diese aus polnischer Sicht Fremdwährung vergebenen Hypothekenkreditnehmer bessere Konditionen bekommen, weil sich das Wechselkursverhältnis zu ihren Ungunsten verändert hat, also Schweizer Franken gegen polnischer Zloty. Und da ist die BNP Paribas negativ betroffen. Es gab auch Rückstellungen in Höhe von mehreren hundert Millionen für Rechtsstreitigkeiten. Somit hat sich der Gewinn im vierten Quartal, glaube ich, fast halbiert 2023.
Und was die Aktionäre vielleicht sogar noch mehr geschockt hat, ist jetzt die mittelfristige Perspektive. Man hatte für 2025, für kommendes Jahr, das Ziel ausgegeben, dass die Eigenkapitalrendite 12% erreichen sollte. Das hat man jetzt auch kassiert. Also der Geschäftsverlauf im letzten Jahr war dann nicht überzeugend. Der Ausblick ist jetzt mau. Die Dividende wurde zwar etwas erhöht, aber das spielt jetzt hier aktuell dann doch keine Rolle. Und inwieweit die BNP Paribas bei US-Büroimmobilien auch betroffen ist, das bleibt natürlich auch noch abzuwarten. Da gibt es sicherlich auch, genaue Zahlen kenne ich jetzt nicht, aber ein Engagement, was in der Höhe der Deutschen Bank liegt oder vielleicht sogar darüber, weil die BNP Paribas ja auch eine der großen deutschen, großen europäischen Investmentbanken ist. Also hier auch erstmal, wer investiert ist, unser Stopp liegt bei 45 Euro, der kann natürlich hier auf einen Rebound warten, aber ein Neueinstieg ist das natürlich nicht. Fabian, dann war es das für heute. Vielen Dank für deine Einschätzungen. Gerne. Und danke für euer Interesse. Gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut.